Moment bin ich Gäste, die mit kleinen Kindern. Das wären dann wohl wir mit kleinen Kindern. Komm dann noch ein Stückchen näher. Ich habe meine Kanne da noch gar nicht auf. Kurze Einleitung des Ganzen, was hier überhaupt passiert. Wir sind mal wieder hier, um eine Dokumentation zu drehen. Wir befinden uns auf Ibiza, drehen Hausparty 2. Ich bin Moderator des Ganzen. Wir sehen hier unser Hotelzimmer. Es ist nun ja, was soll ich sagen, ein schönes Hotelzimmer in Diet. Es hat Beleuchtung, ein Waschbecken, ein Föhn, eine Toilette für groß, eine Toilette für klein. Fühlt sich hier auch wohl, ja? Aufgehoben. Ich fühle mich hier wohl, aber wir sehen halt nicht passend aus. Ne? Wir sehen halt aus wie Asoziale, ne? Wir sehen aus wie Asoziale. So sieht es gleich auch auf dem Scheiß aus. Das Ding ist halt auch, wohlhabende Menschen tragen die Sonnenbrille immer andersrum, ne? Ja, Mann. Wieso machst du hier mit? Du bist doch reich. Machst du Spaß, ne? Für den Spaß? Ja. Wieso machst du hier mit? Du bist doch auch reich. Zeig mal deine Apple Watch, du Knecht. Nein, nein, ich hab doch was. Ich hab was. Wirklich krass. Ey, ich fasse ganz kurz den heutigen Tag zusammen. Du kannst deine Fresse... Guten Morgen, mein Schmusebällchen. Na, wie hast du geschlafen? Junge, beschissen. Weißt du nicht, wie man in so ein beschissenes Hotel gehen kann? Ich hab keinen Bock daneben an irgendwelche Leute, bis die in die Nacht... Dann schreit die Putzfrau auf dem Flur rum, dann ist dieses Frühstück so beschissen. Also es geht nicht beschissen. Hey, das Frühstück ist doch top. Ich hab nicht mal ein Messer, um diese Scheiße zu verschmieren. Mir geht's super. Was hast du gestern Abend gemacht? Ich habe eine Pollenallergie bekommen. Wieso? Das hier ist unsere Villa. Man sieht, dass das Budget auf jeden Fall geschiftet hat. Es ist nicht in unser Hotel gegangen, sondern tatsächlich in dieses Haus. Wir haben hier the freshest man alive. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Ein paar Jahre, Alter. Ey, es sind einfach ein paar Schnittbilder. Mach dir keine Sorgen, okay? Ja, das war's da wohl mit der Hollywood-Schaukel. Oh, Alter, hast du die Stories von Innsbruck geguckt, wo der die Clownschuhe empfohlen hat? Jonas, danke, dass ich hier sein darf. Alter, da ist er, der Mann mit den trainiertesten Beinen. Ja, was soll ich machen, ne? Orange im Orange, das Hemd ist wirklich fresh, Kevin. Oh mein Gott. Würdest du bitte die Musik ausmachen, ich film gerade. Natürlich. Danke dir. Es tut mir leid. Alles gut. Mach die Kamera jetzt wieder aus, ich will nur den Song nicht hören. Hier vorne haben wir die erste Location. Wir sitzen hier, gucken Fernsehen und da sitzt halt so ein muskulöser, nackter Mann. Man kennt's nicht anders, oder? Gerade trinken alle. Das ist echt ein Plot-Twist. Natürlich, klar. Es ist ein Plot-Twist. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die alle anfangen zu trinken. What the fuck? Ja, ein Tornado. Nochmal nachgeschraubt. Sehr langsam auch, ja. Merkt man, er ist TikToker, ne? Würdest du sagen, es ist gerade unterhaltsam? Komplett. Also wir beobachten das hier gerade hier aus der Überwachungszentrale, ja. Weiß ich nicht, vermisst du gerade die Party oder bist du auch ganz froh hier zu sein? Ich finde es ganz angenehm und chill. Es ist sehr ruhig hier, ne? Ich erzähl's euch kurz. Ich sag's euch ehrlich, ich habe gestern wirklich die Kamera einfach nicht mehr rausgeholt in diesem Haus. Es ist dann hier doch leider etwas eskalativer gewesen, als ich mir das ursprünglich vorstellen wollte. Und bin auch frühzeitig tatsächlich einfach abgereist. Das mache ich normalerweise nicht, aber es war einfach nicht mein Vibe, sage ich euch ganz ehrlich. Und ihr kennt mich, wenn mich etwas anpisst oder mir etwas nicht gefällt, dann ziehe ich da einfach auch die Reißleine und bin dann gestern was früher raus. Es ist vom Format her einfach ein bisschen was anderes, ein wenig obszöner, ein wenig verrückter, sagen wir mal freundlich, als beim letzten Mal. Es gab dann gestern auch noch den ein oder anderen Streitpunkt. Nicht mit mir, ich war da außen vor, aber die ein oder andere Kandidatin hat sich dann auch noch beschwert. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Vielleicht kriegen wir sogar hier ein Exklusivinterview. Es ist einfach nur perfekt. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich so ein Ding einfach abbreche, weil ich sage, ich sehe mich darin nicht. Ich will jetzt hier auch gar keinen Stress sehen, ja. Aber es gab jemanden, ich will jetzt auch den Namen nicht sagen, Valentina, die hat tatsächlich gesagt, dass auf TikTok alles halt fake ist und es ist alles Bullshit. Wir haben hier so einen Guy, einen Zuschauer, der sich hier beworben hat und den großen Ehrenpreis bekommen hat. Und ich finde es halt einfach dreist, dass es einfach Smiley ist mit 20 Kilo weniger. Wann ist die nächste Party in Vanity? Im was? Smiley, wir haben halt wirklich einfach deinen Doppelgänger gefunden. Guten Tag. Moritz, ich wünsche dir was, ja? Ich war gestern nicht betrunken. Du warst sehr nüchtern tatsächlich. Ja. Und du warst richtig süß. Man muss sagen, dieser kleine Fratz hier, ne? Ist der süßeste, der ist der süß geworden. Ja, küsst euch mal. Ja, küsst euch, komm. Ja. Oh ja. Ey, es ist einfach nur perfekt hier, oder? Es ist einfach nur so perfekt. Also, so das dankbar. Gibt halt wirklich die anderen
Mykonien-Vibes hier. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Essen nicht gefilmt, weil wir einfach so gierig sind. Und Emily hat gerade gesagt, sie hasst Schokolade nicht, sondern sie verachtet es. Ich verachte Schokolade. Aber das ist so geil. Ich denke mal, wir fliegen gleich raus. Wir sind tatsächlich schon rausgeflogen. Das ist so. Da oben. Die haben uns hier runtergesetzt. Da, wo die Kinder sitzen. Wie ist das so, reich zu sein?